Ja, wir befinden uns hier im Hofgut Mauer. Das liegt ca. 2 Kilometer außerhalb von Münchingen, zwischen Münchingen und Schöckingen. Wir wurden hierher alarmiert zu einem Brand 3 mit Feuerschein im Außenbereich oder landwirtschaftliches Anwesen. Die Lage war wie folgt. Wir haben auf der Anfahrt schon erkannt, dass das große Gebäude, in dem Restmüll gelagert wird, in voller Ausdehnung brannte. Ja, die Erstmaßnahmen war eine Riegelstellung, dass sich der Brand nicht ausbreiten konnte, sowie das Kühlen der Stahlkonstruktion über dem Brandherd. Die Schlauchleitung ist ca. 1,5 Kilometer lang und wird vom Ortsrand von Münchingen hierher versorgt uns mit Wasser, weil hier vor Ort relativ schlechte Wasserversorgung vorliegt. Wir sind derzeit mit 3 Rohren im Einsatz, mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Und zurzeit wird das Gebäude jetzt mit Hilfe vom Radlader der Restmüll aussortiert und gleich abgelöscht. Die Rauchentwicklung ist relativ stark. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Rauchsäule Richtung Münchingen zieht. Das wird jetzt gerade noch erkundet. Also wir räumen die Boxen. Das sind 4 Boxen, wo gebrannt haben. Die werden komplett ausgeräumt und das Brandgut wird abgelöscht und in einer anderen Box zwischengelagert. Wir sind derzeit mit 60 Kräften in einem Einsatz. Mit 2 Löschzügen, mit der Feuerwehr Ditzingen, die die Wasserversorgung verlegt hat. Und derzeit ist jetzt alarmiert der Atemschutzgerätewagen von Leonberg, weil wir weitere Atemschutzkräfte brauchen. Da werden die Flaschen dann vor Ort gleich wieder gefüllt. Ja.